am Anfang vom Christentum. Dort im Markus-Evangelium ist schon erwähnt worden, dass er zwei Jünger geschickt hat, um das Zimmer vorbereiten, also das Obergemach für das Paschalamm, für das Fest feiern. Und von dem her also ist da bis in die Sebzeit zurück, dass es schon Messmer gibt. Also da haben sie noch Mansinarius geheissen, der ist aus dem Mittelalter und das war der Hüter der Kirche. Das war ein Laie, der hat damals natürlich noch einen Talar getragen und hat quasi das Recht gehabt, dann im Chorum dabei zu sein, also als einziger Laie neben den Ministranten. Meine Aufgaben sind verschiedenste, also ich übernehme auch alle Reinigungsarbeiten. Bei mir speziell ist, das sind die Dekoration von der Kathedrale, so Blumenpflege und das Bratmachen vom Blumenschmuck. Also die ganze Vorbereitung für eine Messe, das heisst die Kelche richten, und die Bücher brauchen, das ist für eine Messe. Und sonst müssen wir schauen für den Unterhalt von der ganzen Kirche. Einfach Reinigung und technische Sachen und so weiter. Es ist kein Tag gleich. Meine Aufgaben sind jetzt sehr vielfältig. Es geht mal etwas kaputt, man muss reparieren. Und heute ist man auch fest wie in richtigen Hauswart. Mit dem alten Gemüse hat es enorm viel Technik. Und wenn wir natürlich noch weiter zurückgehen, dann ist klar, da ist es wirklich fest um Liturgie gegangen, fest um Pflege. Natürlich, wir haben heute auch noch da, haben wir noch ganz viele alte Kelche und Gewänder etc., die gepflegt werden müssen. Aber in gewissen Kirchen ist das natürlich schon moderner geworden. Und da entfällt natürlich ein Teil von dieser Pflege, von diesen ganz alten Gewändern etc. Ja, das ist ein ganz spezielles Messgewand, das ist ein Unikat. Es ist auch aus Pergament und das ist alles wunderschön handgeschrieben und das war ein Geschenk für ihn, der Gallus Alt. Wir arbeiten mit Sachen, wo Geschichte ist und wenn wir anfassen, die Objekte oder solche Sachen, manchmal denke ich, ja, wie viele Personen haben sie diese Sache auch benutzt und berührt und so und ich bin auch eine von denen. Das sind ja spezielle Gefühle, die man hat in solche Kulturerbe. Ja. So besondere Momente waren für mich auch, als ich angefangen habe zu arbeiten, haben wir noch keine Beleuchtung noch anders gewesen. Dann ist man reingekommen in die dunkle Kirche, zuerst aufsperren, dann in die dunkle Kirche, an den Lichtschalter herangetastet. Und dann bin ich die, die da rein durfte Licht machen und durfte Türen aufmachen. Und manchmal musste ich wirklich auch einen Moment hinsitzen und dann so schauen, wo ich bin. Und ja, darf ich dem Herrgott auch Danke sagen, dass ich hier sein darf und hier arbeiten darf. Ich gehe schon als Kind hier im Stiftsbezirk ein und aus. Ich war hier Ministrant, in die Bubenfladen, in die Schullektor, also Ministrant-Lektor weiter gewesen und durfte dann hier die Messmerstelle übernehmen. Es ist einfach hier ein Zuhause und darum sind wir Weltkulturerbe.